Hallo, schön, dass du zuschaust. Heute möchte ich mal mit dir backen und zwar mache ich den Marmorkuchen. Das ist ein wirklich ganz schnelles, einfaches Rezept, wenn sich bei dir Besuch ankündigt und du sagst, ich habe nicht viel Zeit, das muss jetzt echt schnell gehen. Der ist super lecker und ich zeige dir ein paar Tipps und Tricks, wie du den noch richtig saftig bekommst. Also bleib dran! Das sind die Sachen, die wir für unseren Marmorkuchen brauchen. Ich schreibe euch die Zutaten auch gleich nochmal in die Infobox. Das Schöne ist, dass man das auch fast alles in meinem Haus hat. Wir brauchen 250 Gramm Margarine oder auch Butter. Ich habe in diesem Fall jetzt Margarine genommen. Wir brauchen 4 Eier. Dann brauchen wir 250 Gramm Zucker, 350 Gramm Mehl, eine ganze Tüte Backpulver, eine ganze Tüte Vanillezucker und dann der kleine Clou. Nachher zeige ich euch noch einen Schuss Milch. Und das habe ich noch vergessen dazu zu stellen. Wir brauchen noch etwas Kakaopulver. Da könnt ihr echten Kakao nehmen oder ich habe einfach immer Kakaopulver. Okay, dann lasst uns beginnen. Das Schöne ist auch bei diesen Kuchen, einfach alles reinkippen. Alles zusammen und verrühren. Das heißt einmal unsere Margarine. Dann das Mehl. Pulver. Ups, ja. Vier Eier, Zucker und Vanillezucker. Wie gesagt, der ist in 5 Minuten fertig. Jetzt holen wir unseren Mixer. Und jetzt kommt unsere Milch ins Spiel. Kurz bevor der Teig fertig ist, gebe ich einfach, könnt ihr das sehen, einfach einen Schubs Milch mit rein. Und dann seht ihr schon an dem Teig, dass es richtig schön cremig wird. Jetzt geht's weiter. Und zwar nehmt ihr jetzt 2 Drittel des Teigs und füllt ihn hier in die Springform, die ich schon vorher eingefettet habe, ein. Immer beim Einfüllen so ein bisschen drehen. So, den Rest, das restliche Drittel, kommt ein bisschen Kakaopulver. Macht einfach so viel rein, wie ihr das möchtet. Dann wird der Kakao entweder dunkler oder ein bisschen heller. Das dann wieder gut verrühren. Wenn das also unser Kakaoteig ist, dann legt ihr den oben drauf. Auch wieder drehen, damit er überall gleichmäßig verteilt ist. Nehmen wir eine Gabel und drehen den Kakaoteig in den hellen Teig ein. Dabei die Form immer etwas drehen. So, und schon ist der Marmorkuchen fertig und kann in den Ofen. Den Kuchen backen wir bei 170 Grad in der Umluft und 45 Minuten. Wenn die Zeit um ist, dann guckt ihr nach, ob der gar ist. Und zwar macht ihr das, ich habe hier so einen Metallstab. Könnt ihr vielleicht auch einen Schaschlikspieß oder sowas ähnliches nehmen und dann piekst ihr rein in den Kuchen. Und wenn, so wie hier, nichts mehr hängen bleibt, so, jetzt könnt ihr es sehen, hängt nichts, dann ist der Kuchen gar.
lockere ich jetzt mal ein bisschen. Dann nehmt ihr ihn aus der Springform raus. Schwupp. Mmh, das sieht doch schon lecker aus. Dann bestreut ihr ihn noch ein bisschen Puderzucker. Und so sieht der fertige Kuchen dann aus. Ist das nicht lecker? Guck mal, wie saftig der ist. Und jetzt kann ich euch nur noch guten Appetit wünschen. Viel Spaß beim Nachbacken und erzählt mir doch mal in den Kommentaren, wie er euch gelungen ist, wie er bei euch schmeckt oder wie er euch schmeckt. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.